Hallöchen Leute und willkommen zu einem weiteren Part Pokémon Schwarz Zoning Challenge. Hallöchen. Ja. Wir gehen jetzt in die Arena. Ja, auf das Geist, oder das Geist von Ginger haben wir jetzt die Fame Bitch, die jetzt den richtigen Namen trägt. Ja. Und Satan mit. Die Fame Bitch hat Juwelenkraft erlernt auf Level 32, was sie sehr, sehr sinnvoll macht in der Arena. Auch wenn sie nicht so reinhaut, aber relativ schnell ist. Deswegen hat sie auch gleich einen Granitstein gekriegt. Und ich würde mal mit Terreur ein wenig mit dem Wahlschal versuchen zu sweepen, auch wenn... Naja, mal gucken, wie das mit der Init ist und so. Ich weiß gar nicht, ob die Flug-Pokémon relativ schnell sind. Hier, nimm dieses Tafelwasser. Mach einfach. Alles okay. Hast du nicht angesprochen? Ich musste zurück ins Pokémon Center, du hast jetzt gerade angesprochen. Ich hatte ja Sandama drin, aber wir haben ja getauscht. Ich hatte das drin, weil ich das trainiert habe, ein bisschen vorhin. Ach, Ginger, nicht vorbereitet. Kann nicht sein. Was denn? Du kannst ruhig weiterlesen und so, ich bin da. Das ja bleibt unter uns versprochen. Wusstest du, dass Flug-Pokémon überraschend anfällig gegen Attacken vom Typ Gestein, Elektro und Eis sind? Wenn du Attacken und Pokémon dieser Typen einsetzt, rückt dein Sieg in greifbare Nähe. Ach ja, diese Arena kommst du übrigens nur weiter, indem du die Kanonen in die Kanonen hineinkriegst. Du kannst aus vielen Richtungen reinklettern. Okay, Miep. Schön. Ja, ne? Ach, das sind wieder diese ewig langen Sequenzen. Ah, na weiß, egal. Warum? Das ist doch voll episch gemacht. Okay. Das hat sich gelohnt. Was denn? Die Kanonen hier. Oh Mann, das ist irgendwie so automatisch alles. Automatisch? Also in meinem Hirn, meine ich, weil ich das so oft gespielt habe. Ach so, okay. So, wir schauen jetzt mal, wie die Gegner mit Donnerzahn klarkommen. Beziehungsweise wie oft die 95er Trefferquote daneben geht. Ich meine, wir haben auf jeden Fall, sind wir One-Hit geschützt mit Robustheit und sowas. Also sollte das alles kein Problem sein, aber... Ja, gut. Ja, das, aber ich, also, Scanner. Ja, gut, okay, die Viecher haben Scanner, das stimmt. Das ist ein bisschen nervig. Navitaub und so. Es ist kein One-Hit auf Navitaub. Ne, ich werde mit Mario wahrscheinlich auch nicht One-Hitten. Leider. Uncool. Das heißt, wir müssen vielleicht, auf Fame Bitch zurückgreifen. Oh, shit. Wobei es bei Fame the Bitch wahrscheinlich dann auch kein One-Hit wird. Obwohl, nee, naja, ist gut. Donphan hat fast doppelt so viel Angriff wie Fame Bitch. Miep, mal schauen. Also diese komische Nami-Taub hier macht Verhöhner. Mhm. Und Scanner und sonst nichts, also... Terreur hat bisher keinen Schaden genommen. Beim ersten auch nicht. Es ist so nervig. Ja, Scanner, ja. Steinhagel, egal was du machst, stirb einfach. Bitte. Miep. Steinhagel hat aber auch keine hundertprozentige Genauigkeit, glaube ich. Ja, ja, wir haben beide so ein bisschen das Problem, dass wir mit Donnerzahn und Steinhagel nicht ganz so gut aufgestellt sind. Ja. Die Sache ist aber, Pikulente sollte ja One-Hit sein, weil Vierfachschwäche, ne? Mit Elektro schon. Ja. Okay. Oh, jetzt habe ich dann. Scheiße, jetzt habe ich dann falsch gemacht. Keine Wirkung. Oh nein, Downreigen. Och, fick dich da. Och, nö. Was kommt das Vieh? Das damit an, ja. Bitte stirb da, bitte. Oh. Immer so ein KP oder zwei. Oh Mann. Ah, schau mal, was Fame Bitch dazu sagt. Was macht denn das Pikulente so für Attacken? Luftschnitt. Ja, genau sowas. Und das dann noch geht voll klar. Aquaknarre oder so. Ich glaube, den Typen hier mache ich auch schon. So, mal gucken, wie viel. Naja. Soll ich mal mit Satan versuchen? Ja. Hast du jetzt den Trainer bei der roten gestrichelten Linie angesprochen? Ich nehme ein Heil-Item. Was? Hast du den Trainer bei der rot gestrichelten Linie angesprochen?
Ich glaube schon. Ich bin jetzt beim zweiten Trainer auf jeden Fall. Weil der kommt eigentlich erst, wenn du die falsche Kanone genommen hast. Ach so, okay. Ja gut, dann habe ich mal ein bisschen mitgemacht. Ja. Ach, Pikulenz ist schon ein bisschen nervig. Ja, okay. Jetzt vor allem, wenn es einfach Pikulenz mit Luftschnitt, ja, krittet. Aber es sind auf jeden Fall Two-Hit-KO mit Juwelenkraft. Das ist schon mal ganz gut. Fliegknäuel. Mir fällt gerade auf, ich habe gegen Svaroness gar keine so richtige Waffe. Also. Ja, vor allem mit Mario ist halt gegen den Blubstrahl anfällig. Ja. Also Anziehung. Komm, Fame Bitch, du schaffst das. Warum mache ich eigentlich nicht Mogelhieb? Frage ich mich gerade. Ich bin ein bisschen blöd. Komm. Fame ja, Bitch, das vergesse ich auch durch. Manchmal dann. Ich glaube, ich soll ich mal mit Gisbert versuchen. Ah, ich mach Onk, oder? Onk ist gut. Ja, ich wüsste nicht, was die hier groß gegen Gisbert machen sollen. Aber Gisbert ist halt auch eine Glaskanone, ne? Also, so die Hack-Attack oder den Evoliten gerade aufheben? Er ist entwickelt, voll entwickelt. Ach stimmt, du hast ja jetzt Staravia. Staravia. Nee, nicht Staravia. Staraptor. Staraptor, genau. Hab's jetzt verwechselt, stimmt. Downreigen. Ja, ja, genau. Das ist halt super nervig gegen uns. Es stirbt nicht. Aber ich bin schneller. Also aber die Sache ist, von der Arena-Leiter kann keiner downreigen, also passt das schon. Ja, aber nee. Fliegknäuel. Ich könnte mir halt echt überlegen, ob ich Fliegknäuel einfach mit Silhouette mache. Oh, so, aber den Nico kriegt ja bald ein Level ab, das ist scheiße. Auf Level? 35. Noch geht's halt, aber. So, können wir mal gucken, ob Simvolara ein One-Hit mit Donnerzahn ist. Nein, das ist natürlich nicht. Der Satan wohl noch hin. Okay. Das ist natürlich uncool. Was zur Hölle? Was? Simvolara ist schneller als Donphan. Ja. Okay. Ich gehe auf Silhouette raus. Weil wenn es jetzt wieder Luftschnitt macht, dann... Och, Screens. Nerv mich doch mal nicht. Bist du beim Piloten? Ja. Okay. Ich bin jetzt auch angekommen beim Piloten. Tja, also ich glaube, ich werde mit meinem ganzen Team gegen Svaroness irgendwie kämpfen, was so halt gerade passt. Hä? Hey. Was war das für eine Animation? War das der Beulenhelm, der getroffen hat? Ach so, nee, das war die Verfolgung. Miep, Windschnitt oder Luftschnitt macht keinen Kontakt. Das ist keine Kontaktattacke. Doch. Na, scheinbar nicht. Okay, wenn man es so logisch betrachtet, Windschnitt, ne? Ja, stimmt, das Wind. Luftschnitt sollte aber eine Kontaktattacke sein, ne? Ich glaube, es gibt... Achso. Entschuldigung, meinte ich ja. Na? Nee, Windschnitt ist wahrscheinlich keine Kontaktattacke. Gibt es Windschnitt überhaupt? Doch, da stimmt, klar, Windschnitt gibt's auch. Ich meinte aber Luftschnitt. Ja, alles so schön, alles okay. So, wenn man jetzt bei den Piloten ist, wo geht man dann nochmal unten rein? Ah. In die Kanone. Ja, ja, okay. Von unten. Mhm. Ach, hier ist das Symbolara. Ja. Wie mache ich das am besten tot? Mit einem Unlicht-Pokémon. Wobei das Alter. Ganz schön reinhaut mit Windschnitt wahrscheinlich. Ach was, haben wir den Nico. Ja. Hat es auch letztes Mal gut. Ah, das ist dein Roserade, ne? Ja, ja. Das ist mein Roserade. Oh mein Gott, der hat direkt gecrittet. Ja, ja. Ich hatte gerade so Angst, dass es sofort stirbt, als ich gerade noch... Macht er gerne, ja. Hat er bei mir auch gut gemacht. Aber normalerweise hält es schon 2-3 Attacken aus und bis dahin wäre es gestorben, deswegen... Aber wenn es jetzt gestorben wäre, hätte mir das so unendlich leid getan. Tut mir leid. Alter, Fasersnob ist schneller als Walschal. Ich einfach wieder Mario rein. Als Walband-Türe. Fuck. Echt? Ich hab ja gemeint, dann
Vielleicht sind die hier ganz ziemlich schnell. Oh. Verhöhner, so. Okay, gut, danke. Uffi, Synchrolärm. Synchrolärm? Das ist, glaube ich, die Spezialattacke von Dingsbums, kann das sein? Von Symbolara. Kann sein. Oh, das macht ja gar keinen Schaden. Jetzt. Na, dann hoffe ich mal, dass das stirbt. Das ist ein bisschen kacke jetzt. Weil dann kann ich mit Donphan auf jeden Fall nicht durchsweepen. Solltest du vielleicht doch ein anderes Item geben, wenn es eh so langsam ist. Ach, Mario, ja, dann gebe ich ihm die Blitztafel. Aber ja. Dann bin ich mir halt absolut unsicher. Ob es dann wirklich sinnvoll ist, zu versuchen, das mit ihm zu machen. Was, die Arena? Und stattdessen? Ach, ich brauche Äther. Na, Fame-Bitch macht schon ordentlich Schaden, überlebt halt nicht so viel. Sagen wir das so, ich könnte mir Terrain fürs Varoness in der Hinterhand halten, weil es wird ja nicht gewonnen hättet auf jeden Fall. Du bist jetzt beim nächsten Piloten. Den nächsten gewesen. Piloten habe ich schon gemacht. Und was hatte der als erstes? Fliegnoll? Weiß ich nicht mehr. Fasersnob. Der hat nur Fasersnob. Nur Fasersnob. Dann bleibt Mario. Mario habe ich da nicht so viel Bedenken, dass er direkt wegstirbt, aber es braucht halt auch ein bisschen, bis es irgendwas tötet. Dann mache ich Fliegnoll mit Silhouette. Das war der letzte Trainer, ne? Die Frage ist dann, mit dem wem mache ich Fasersnob? Wahrscheinlich mit Fame-Bitch, ne? Ach, dann kann ich keine Donnerwelle mehr einsetzen. Willst du mich verarschen? Na, wegen Verhöhner, Ginger. Was denkst du, was Verhöhner macht? Ach, Ginger. Mann, ich habe keine AP mehr. Das, dummes Vieh. Das wusstest du doch aber wahrscheinlich. Ich kann es ja killen mit zweimal Steinhagel, aber einmal für Scanner gemacht. Was sagt denn Donphan zu Flitiamo? Flitiamo ist schneller als Donphan mit Wahlband. Und haut erstmal ein Gedankengut raus. Uncool. Aber es ist fast One-Hit mit Donnerzahn, immerhin. Ach, bist du jetzt beim nächsten Trainer und der hat Flitiamo? Ja, der hat Flitiamo. Was sich jetzt zum zweiten Mal Gedanken gutet, aber jetzt gleich vom Donnerzahn gekillt wird. Terror Level 35 wäre jetzt schon gar nicht so schlecht. Okay. Würde das so viel ändern? Oh, gibt es viel Erfahrung? Das würde mir auf jeden Fall einen klaren One-Hit auf das Flitiamo verschaffen. Dessen bin ich mir relativ sicher. So, wollen wir mal gucken, wie viel die Fame-Bitch aushält? So vorm Arenaleiter und so. Kannst du machen? Klingt eigentlich nicht gut, so prinzipiell. Was wäre denn doppelt effektiv? Was war Fasersnob? Nichts. Also man ist einfach zweifach effektiv. Was, wie der Typ gesagt hat dann am Anfang, Eis, Gestein und Elektro. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, ob er ein oder zwei Pokémon hat. Okay, er hat nur Flitiamo. Das ist quasi eine gute Vorbereitung auf sie. Tja, Leute, was machen wir da? Jetzt aber schnell töten nach dem Gedanken. Gut, es ist kein One-Hit. Das ist übrigens der letzte Trainer.
Wisst ihr was, weil ich Angst habe, dass es irgendwie crittet und jetzt ja Gedankengut drin hat, gehe ich lieber in Mario rein. Das stirbt auf jeden Fall nicht weg. Jetzt aber der Nico hält jetzt, halt nicht so viel aus. Und oh, du hast doch keine AP mehr auf Mario, dachte ich. Aber du hast doch keine AP mehr auf Mario, dachte ich. Ja, ich habe ja noch andere Attacken außer Steinhagel. Und es ist im roten Bereich, stirbt jetzt eh. Okay, wir haben Terrain auf Level 34, Silhouette auf Level 34. Den Kühlen auf Level 34. Alter, der hat jetzt dreimal Gedankengut eingesetzt. Uncool. Ja, das ist... Und warum ist es noch nicht tot? Jetzt ist es tot. Das Weil ich zweimal, glaube ich, zurückgeschreckt bin. Deswegen mache ich ja ganz dritten, weil ich die Gegner nicht angreifen kann. So, jetzt möchte ich nochmal ins Pokémon Center. Und Satan ist halt nur auf Level 32. Und wenn ich es einsetzen sollte, wenn ich es halt mal brauche, kann ja sein, ist es vielleicht ein bisschen unterlevelt, oder? Okay. Meinst du nicht? Wenn du wen einsetzt? Satan, 32. Weiß ich nicht. Wusstest du, dass Varones bester Wert die Initiative ist? Okay, gut. Dann können wir den Wahlbandplan auf jeden Fall vergessen. Ja, nee. Dann Blitztafel. Ist Wasser effektiv auf Boden? Ja. Wir sind jetzt bei 16 Minuten. Mario nicht. 16 Minuten. Das ist eigentlich schon wieder zu lang, um jetzt noch halt die Arenaleiterin reinzupacken. Hey, 16 Minuten, Dünja. Das geht voll klar. Ich dachte, wir machen wieder normal lange Parts. 20 Minuten. Ja, wir können auch... Vor allem Hypertränke haben wir noch genug. Warte. Hyperheiler ist auch immer nett. Brauche ich mal noch. 3. Sag mal, mit der Blitztafel kriege ich das Flitiamo gewonnen-hittet. Das Phasasnob wahrscheinlich gewonnen-hittet. Ich muss einmal kurz in Discord die Attacken und die Pokémon öffnen. So. Entschuldigung. Oh Gott, Husten. Und Silhouette kann halt schon ordentlich was machen. Und ich kassiere auf jeden Fall keinen One-Hit. Keinen One-Hit auf Tyre. Amnesie, Gewissheit, Herzstempel. Es hat nur Akrobatik als Flugattacke. Das Flitiamo. Ja. Das ist immer Blubstrahl. Das ist irgendwie ziemlich lame, oder? Warum hat das Vieh nur Blubstrahl? Der Blubstrahl von einem Svarones sollte auch relativ viel Schaden machen. Wie viel Schaden war Blubstrahl nochmal? 20? Nee, 40? Nur 40? Blubstrahl? Ja, das ist doch... Nee, mal. Stimmt, das war Blubber, was ich jetzt gerade meine. Blubstrahl ist dann doch ein bisschen besser als Blubber. Ja. Blubber ist vielleicht wirklich sogar nur 20. Warum werden wir eigentlich durch Ringe geschossen und dann klatschen wir gegen die Wand? Ich sag da schon nichts mehr zu, weil ich es halt schon kenne, aber... Lieb. Gut, dann gucke ich mir jetzt meine Pokémon mal genauer an. Sie fängt mit Flitiamo an. Was habe ich denn für ein Item auf ihr drauf? Nein, nicht zerschneider. Blubstrahl hat eine Stärke von 65. Ja, gut, okay. Blubstrahl ist dann doch, ja, okay. Und kann die Initiative senken. Was uns jetzt nicht ganz so sehr betrifft, aber...
könnt Akrobatik. Meinetwegen, wir haben jetzt die 20 Minuten voll, können wir auch die Folge beenden. Alles schön. Ja, ich würde das eher im nächsten Part machen. Okay, gut. Dann würde sogar auch dann nochmal vielleicht auf 2 Level oder so Satan angleichen. Okay. Also alles auf Level 35, oder wie? Nee, 34. Hm. Okay, musst du machen. Es ist halt nur auf 32. Und wenn ich es einsetzen sollte, weil ich es vielleicht brauche gerade. Keine Ahnung, kann ja sein. Ich glaube, das macht bei mir keinen Unterschied auf der Fanbadge, aber es ist okay. Dann ja, weiß das. Ich, vielleicht lasse ich ihn auch so, aber dann kann ich ihn nicht einsetzen. Gut, dann geht Ginger jetzt nochmal trainieren und wir beenden hier den Part. Ja, okay. Gut. Dann sehen wir zum nächsten Part. Jo. Ich bin gespannt, wie es dann, wie das aussehen wird. Ja. Bis dahin. Ciao, Leute. Tschüssi.